So, ihr Lieben, willkommen zurück zu einer neuen Folge am Eurotruck Simulator 2 natürlich, jawohl. Und ihr seht, wir sind diesmal ohne Trailer unterwegs. Hat einen Grund. Hat einfach einen Grund. Ich möchte mal wieder Maschinen formen. Der Nachteil ist jetzt, wir haben jetzt keinen Auftrag mit Maschinen gefunden. Also ich möchte mal wieder Traktoren oder irgend sowas mal, möchte ich mal wieder fahren. Oder ausliefern. Deswegen sind wir erstmal wieder ohne Trailer unterwegs. Aber wir haben noch keine. Also wir machen ja noch die Frankreich-Tour. Also deswegen, ja. Hier hätten wir zwar was, aber, oder hier hätten wir auch noch was. Aber wir machen ja noch die Frankreich-Tour, dass wir da soweit erstmal alles durchkriegen. Und zwar, wo habe ich die denn gefunden? Was das hier? Hier. An der Stelle waren wir zwar schon, hier in Bella, Pellia oder so ähnlich, waren wir schon und da fahren wir jetzt auch hin und ich denke mal, wenn wir von der Insel wieder runter sind, dass wir hier dann wenigstens Aufträge wieder kriegen mit Maschinen halt. Das wäre jetzt mein Plan. Deswegen sind wir erstmal wieder Lass uns loslegen. Ohne Auflieger unterwegs. So, ich mal gucken, wo wir hin müssen. Ja, nach rechts. Am Kreisverkehr erste Ausfahrt nehmen. Nimm diese Ausfahrt. Deswegen fahren wir erstmal ohne Auflieger rum, dass wir dann später, wenn wir von der Insel jetzt wieder runter sind, dass wir dann, naja, wieder schöne Maschinen mal wieder fahren können. Vielleicht kriegen wir auch mal wieder Schwerlastauftrag. Mal gucken. Demnächst links abbiegen. Links abbiegen und dann rechts abbiegen. Und jetzt fahren wir erstmal ein bisschen Kies rüber. Aufs Festland. Biege nach rechts ab. Sie sind am Ziel angekommen und Ihre Routenführung ist damit abgeschlossen. Ja, bing. So. So. Wo ist es denn? Ja, Kies. Ja, Kies. Los. So, wo müssen wir hin? Ach da. Ja, dass wir dann hier wie den hier zum Beispiel so ein Bagger, Radlader, Trecker, dass wir das wieder fahren können. Also das möchte ich mal wieder fahren. Normalerweise müsste man eigentlich einen LKW, ich meine, klar ist meine Katze auf den LKW, aber normalerweise müsste man den LKW eigentlich mal umlackieren. Frankreich Flagge und so. Na, guck mal, vielleicht machen wir das. Ein bisschen Kohle haben wir jetzt mittlerweile. Da können wir den auch mal vielleicht mal umlackieren. Mal gucken. Meine Taste. Biege nach rechts ab. Kollege, Mensch. Ich hab einen Hänger hinten dran. Demnächst rechts abbiegen. Biege nach rechts ab. So, das war eine ja genau, das schließt nämlich an den eben Video an, was ich eigentlich mal hochladen wollte, aber wo ich nur Schwarzbild hatte. Am Kreisverkehr zweite Ausfahrt nehmen. Hat der Fahrer, machen wir dann ein Foto?
Das wisst ihr ja. Hey Kollege, warte, warte. Und der nächste Kreisverkehr. Um Rocky in Gas zu geben. Am Kreisverkehr zweite Ausfahrt nehmen. Nimm diese Ausfahrt. Genau, der fährt nämlich auch sowas. Das will ich jetzt auch mal wieder fahren. Aber werden wir wahrscheinlich nur auf dem Festland kriegen. Also müssen wir uns erstmal bis zum Festland, also erstmal bis zum Hafen durchkämpfen. Alles klar, vor der Kurve, meiner. Alles klar. Aber auf die Insel müssen wir eh noch mal zurückkehren, weil das sind, glaube ich, noch zwei Punkte. Und wenn wir die Frankreich-Tour durchmachen wollen, dann müssen wir natürlich auch die zwei Punkte auf der Insel noch machen, ne? Also Städte oder Ortschaften, sage ich mal. Die müssen wir dann auch noch ansteuern. Kreisverkehr, zweite Ausfahrt nehmen. Könnte man ja eigentlich so machen, ne? Wenn man so eine... also ich sag mal so eine Karten-Tour machen tut jetzt, wie es gerade Frankreich, dass wir unseren LKW jeweils in den Farben lackieren. Ja. Wäre eigentlich eine Idee. Naja, im nächsten Video noch nicht. Aber ich denke mal, dann im übernächsten Video werde ich das machen. Oder es gibt halt eine Mod, wo man die Landesfarben drauf machen kann. Wäre auch nicht schlecht. Gucke ich mich mal um. Also nicht im nächsten Video, dann wahrscheinlich in den übernächsten Video dann. Gucke ich mal. Oder jeweils in den Landesfarben unser LKW lackieren. Oh. Vielleicht hat vielleicht hat euch einer von euch eine Idee, wo man so eine Mod findet. Und könnt ihr mir da Bescheid geben? Strecke bitte. Die Strecke ist wieder wie eine Schlange. Aber wisst ihr, was mir auffällt? Wir haben zwar jetzt auch 18 Tonnen
Kies, glaube ich, es waren, glaube ich, 18 Tonnen. Kies hinten drauf, aber wir können trotzdem besser beschleunigen, als wenn wir unseren Trailer hinten dran haben und haben 18 Tonnen drin. Ja, vielleicht ist unser Trailer zu schwer. Lässt sich auch leichter bremsen, er bremst schneller runter. Demnächst rechts abbiegen. Biege nach rechts ab. Ja, da zieht volle Pulle ab. Sieht der jetzt einfach aus? Nee. Hey. Die Kurven. Ah, wie lieb ich sie. Ist immer noch 50, okay. Ach ja, da zieht jetzt irgendwie viel schneller ab. Oh, ich muss. Oh, nee, oder? Nicht niesen. Oh, bitte nicht. Bitte nicht. Nicht niesen. Ja, und es krabbelt. Oh, es krabbelt in der Nase. Wir durchfahren bestimmt die ganze Insel, oder?
im Kreisverkehr zweite Ausfahrt nehmen. Nimm diese Ausfahrt. Entschuldigung. Am Kreisverkehr zweite Ausfahrt nehmen. Nimm diese Ausfahrt. Baustelle. Am Kreisverkehr erste Ausfahrt nehmen. Ich kann es eigentlich gar nicht mehr hören. Immer. Nimm diese Ausfahrt. Wenn ich nicht so hartnäckig wäre, die Frankreich-Tour fortzuführen, dass wir alle Städte haben. Weil die ja. Links abbiegen. Entschuldigung. Na, komm. Die haben ja mehr Kreisverkehre wie. Bitte nach links ab. Wie alles andere. So, Moment. Wo wir drauf fahren, machen wir einen Screenshot. So würde ich sagen. So. Ja. So, machen wir schnell einen Screenshot. Oder ein Foto eher. Erstmal hoch. Drehen und zurück. Schön fuhres Kies. So. Oh. So, da fahren wir mal drauf. So, aber ja nur eins, ne? Was? 1001? Wir brauchen müssen 1193 Euro bezahlen für die Vorsätze. Das ist ja schlimmer, wie die Mautgebühren, die man dann immer in Frankreich bezahlen muss. Alter Schwede. Na gut. Dann setzen wir halt mal über. Für 1193 Euro. Wahnsinn. Boah. Schöne Kohle.
Demnächst links abbiegen. Biege nach links ab. Die schöne Kohle. Wow. Oh, hab ich nicht gesehen. Je, oh je. Kreisverkehr, erste Ausfahrt nehmen. Und es geht weiter. Wir setzen über. Oh, ich dachte schon, der will eine Runde drehen. Nimm diese Ausfahrt. Und der nächste. Am Kreisverkehr erste Ausfahrt nehmen. Ich glaube, das werden wir jetzt noch öfters hören. Nimm diese Ausfahrt. Also die haben ja in Frankreich mehr Kreisverkehre wie alles andere. Ist ja Wahnsinn. Oh, die haben eine Kreuzung mit Ampel. Yeah. Wir haben mal eine Ampel erwischt. Voll der Wahnsinn. Wir haben mal eine Kreuzung mit Ampel erwischt. Und noch eine. Toll. Wir bremsen. Und die haben wir wird grün. Immer geradeaus. Demnächst rechts abbiegen. Ampel? Nee, nur Vorfahrt. Okay. Ja, besser immer nach rechts ab. Besser als wenn die immer sagt, ja, im Kreisverkehr. Ah, das siehst du so. Ah, da bin ich ab. Aber ich glaube, da vorne ist schon mal noch ein Kreisverkehr. Ja. Kreisverkehr, zweite Ausfahrt nehmen. Jo.
Nimm diese Ausfahrt. Und der nächste. Am Kreisverkehr, zweite Ausfahrt. Ich fange schon automatisch an zu blinken. Nimm diese Ausfahrt. Alter, was macht denn der? Wir haben Vorfahrt. Geil. So ein Blödfilm. Aber wir haben keine Strafe bekommen, also waren wir nicht schuld. So ein Blödfilm. Wir haben Vorfahrt. Kreisverkehr, dritte Ausfahrt nehmen. Wow. Ja? Das ist nicht dann schon der vierte? Nimm diese Ausfahrt. So, mal sehen, wie viele Mautstellen wir noch fahren müssen. Und Kreisverkehr natürlich, nicht vergessen. Kreisverkehr nicht vergessen. Er saust an uns vorbei und jetzt kommt er nicht aus der Falte. Bitte links halten. Ach doch, links. Oh, ich dachte rechts. Okay. Sonne blendet schon wieder so die untergehende. Hält er an? Hält er an? Oh, da wird er langsam. Oh Gottchen. Und eine Mautstelle. Sehe ich da. Jo. Das waren es die Kreisverkehre und jetzt Mautstellen.
Alter, was macht denn der? Zieht einfach rein. Rechts halten. Mach ich. Nee, wir haben es morgens. Ich dachte vorhin, die Sonne, die geht unter. Nee, die geht auf. Okay. Ja, ich habe zuvor, mir fehlt jetzt gerade wieder das BM und AM von Amerika Truck. Yeah. Und die nächste Mautstelle. Jo. So. Das ist aber schnell, der LKW. Achso, okay. Oh, da kannst du auch vier Borken. Ein Haufen Borkplätze. Wahnsinn. Kannst du überall Borken. Also wenn du hier auch kein Borkplatz findest zum Schlafen, dann weiß ich auch nicht. Dann weiß ich auch nicht.
Bitte links halten. Bitte links halten. Bin ich doch. Ja, links ist nicht. Rechts halten, dann Ausfahrt rechts nehmen. Wollte ich gerade sagen. Nimm die Ausfahrt rechts. Kreisverkehr, zweite Ausfahrt nehmen. Und es geht wieder los. Nimm diese Ausfahrt. Immer geradeaus. Hier ist eine Kurve. Am Kreisverkehr zweite Ausfahrt nehmen. Nimm diese Ausfahrt. Und noch ein Kreisverkehr zum Schluss. Und eine Ampel. Vorher eine Ampel und jetzt Kreisverkehr. Am Kreisverkehr dritte Ausfahrt nehmen. Nimm diese Ausfahrt. Demnächst rechts abbiegen. Da stehen schon Maschinen. Ein Gabelstapler und ja. Ab. Schön. Rechts wird das was. Mal gucken. Wir sind heile angekommen. So. Mal ab.
stehen hier einfach rum und sitzen rum. Warten der? Der andere, der steht da vor verschränkte Arme. Aha, geil. Gut, geben ab. Ja. Ja, ein bisschen Kohle wird er nicht macht. Ja, ein bisschen Kohle müssen wir ja wieder abziehen, die 1193 Euro. Na gut. Gut, ihr Lieben, somit bedanke ich mich für euer Zusehen, für eure Kommentare, für eure Likes. Mega Daumen an euch und vor allen Dingen, allzeit gute Fahrt. Tschüss. Tschüss.